Willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufnahme. Minecraft Anno Staffel 2 mit dem Prof. Jo. Der Mod ist noch nicht da, deshalb wird er noch nicht erwähnt. Oh, hi Prof. Ups. War eigentlich gesagt, 30 fängt's an, aber... Tja. Ja. Wir haben ihm nicht gesagt, welche Zeitzone. Ja, wird schon vielleicht kommen. Und das ist Mordys Haus, das er gebaut hat. Zwischen den Folgen. Er hat hier Türen. Ein Türenhaus. Wie kommt man denn da hoch? Ich hüpfe mal auf den Ofen. Ja, das geht. Über den Ofen. Also die Klappen hier auf machen und dann hier hoch. Ne, irgendwie nicht. Ach so, ja, hier ist eine Etage. Das ist Spleef in behindert. Ja. Türen. Und hier seine leeren Truhen. Tja. Nichts drin. Ja, mein Häuschen hat auch mittlerweile ein Dach. Das habe ich noch gemacht nach dem letzten Stream. Ja. Ich war zwischen den Streams war ich jede Menge angeln. Ich habe stundenlang geangelt, um irgendwie Name-Texte bekommen. Hat ja wohl nicht geklappt. Ich habe keinen Name-Text bekommen. Hm. Und Modi hat ein Beet angebaut. Da gibt's Melonen. Hello. Und der Prof spielt mit Türen. Ah ja. Hallo. Ah, hi. Der Modi ist da. Wuhu. Kommt der auch endlich mal? Ja gut, 4 Minuten verspätet. Gibt's Schlimmeres. Ja. Aber auch Besseres. Wir verunstalten gerade dein Haus. Ah ja. Wir haben keine Blöcke verändert. Nicht schon. Oh. Schön. Wo hatte ich da nochmal mein Feuerzeug und wer hat ein Haus komplett aus Holz? Nö, ich hab nur. Ich hab nur Payback gemacht. Ich hab nur das zu dir zurückgegeben, was du mir angetan hast. Ich hab den hübschen Baum aufs Haus gepflanzt. Ich habe alle Türen aufgemacht. Aber steht es deinem Haus besser als meinem? Also ich finde, es sieht gar nicht schlecht aus. Also wolltest du sowieso noch einen Baum oben haben? Ich finde, dein Baum sieht gar nicht so schlecht aus oben auf dem Haus. Ich finde, das hat was. Ja, der ist ein bisschen schlecht platziert. Aber sieht trotzdem... Kannst ihn ja umplatzieren. Ja, Moment, ich muss noch bei mir die Aufnahme starten. Und sie läuft. Mein Stream läuft schon. Genau 16 Minuten. Plus, mein Bildschirm ist an. Plus Intro. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Hier ist übrigens noch Kohle. Oh, es fängt an nach Pizza zu riechen. Wunderbar. Hast du gefurzt oder was? Nein. Warum? Ich mache mir gerade eine Pizza. Ja. Hier ist jede Menge Kohle. Ich nehme die mal. Ich habe zwischen den Steams einiges an Kohle verheizt. Deshalb hole ich mir mal neues. Angeln werde ich jetzt auch erstmal lassen. Ich hab mal der Einfachheit halber den ganzen Spawn einfach woanders hingelegt, damit die Spawn Protection woanders wirkt. Okay. Wir haben eh alle schon Betten benutzt, da kommt's nicht mehr drauf an. Okay. Sprich, ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr jetzt in der nächsten Zeit vorhabt, im Sumpf nebenan irgendwas zu bauen.
Der Sumpf bleibt, wie er ist. Ja, ein Sumpfmonster. Im Zweifelsfall kann man den auch nochmal weiter verlegen. Den Sumpf? Ja, ich meine den Spawn. Den Sumpf könnte man auch verlegen. Ja, und Möglich ist vieles. hier ist übrigens mein kleines Angelloch gewesen. Hier habe ich so ein bisschen geangelt. Habe ich mir extra gebaut, damit ich nicht mal zum Fluss rennen muss, zum Sumpf. So, und heute will ich mir mal ein richtiges Haus bauen. Eine kleine Hobbitshöhle. Nach Ja, ein Anleitung. richtiges Haus bräuchte ich auch noch. Nach Anleitung. Hehehe. Sofern das denn mal hier geht, das Video, was die Sache mal hat hier. Müsste ich mal wieder finden. Ich muss dringend meine Kisten mal verlegen ins neue Haus. Ah, endlich. Sehr schön. Du musst jetzt mal das Zeug dafür suchen. Was bräuchte? Ich glaube, die Angel kann ich erstmal ablegen. Angel. Ich brauche Kabel und Die ich Angel und die Sachsen. brauche Holzstufen und Holzstufen und Bretter und Holzstufen. Habe ich schon Holzstufen genannt? So, was hat er denn in der Kiste? So, das ist die Kiste. Also, ich brauche. Ich würde mal anfangen mit zweimal Glas. Wenn ich das richtig sehe, ist das. Brauche ich Glas. Scheiben. Das ist, glaube ich, das Leichteste, weil ich hier schon Glas habe. Ich glaube, da mache ich mir auch gleich mal eine Kiste. Ich glaube, da mache ich mir auch gleich eine Kiste, damit ich das machen kann. Macht man denn Glasscheiben? Wirklich nur zwei Glasscheiben, das wundert mich aber. Ah, Sind ja hier nur sind zwei kleine Glasscheiben. Fenster. Glasscheiben. Ich mache meine kleine Hobbit-Hole. Ups. Okay, so nicht. Das ist dann offensichtlich falsch. Hierhin. Wie macht man denn eine Glasscheibe? Eine Glasschnur habe ich schon. Sechs Glasinger. Glas Ja. unten voll machen im Crafting Table. Ach so. Eine Glasscheibe macht man. Okay, ja. Ja, eine Glasscheibe machst du aus Glas. Dann muss man erstmal ein Klingt Glas. logisch. Okay, so nicht. Das ist falsch. Ah, so. Jetzt haben wir 16 Glasscheiben. Okay. Ach, und das sind die gefärbten Glasscheiben. Okay, jetzt habe ich schon mal 16. Dafür brauche ich ja. Okay, ich brauche erstmal ein bisschen Holz. Wie ist denn jetzt schon wieder Nacht geworden? Ja, so ist das Leben. Ich baue mal einen Baum. Ich baue mal hier einen Baum ab. Ich brauche eine Kiste. Ah ja. Ich liege schon mal im Bett. Baum, 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 Wie viel Holz brauche ich für eine Kiste? Oh, baum, okay. baum, baum, Es baum, ist Tag geworden. Ach Scheiße, was habe ich denn für Mist im Inventar? Wie viel Baum braucht man denn eigentlich für eine Kiste? Wahrscheinlich nicht so viel. Ich glaube zwei Holz, Zwei, oder? also du brauchst zwei Holzstämme, daraus machst du acht Planken und aus acht Planken kannst du eine Kiste machen. Okay, Ja, genau. also reicht ein Baum. Ein Baum reicht fast für ein Haus. Alles klar. Jedenfalls, wenn du in den Baum einziehst. So, Holzbretter. So, das ist doch eine schöne Fläche hier. Dumm. Natürlich habe ich jeden Scheiß außer eine Spitzhacke. Eine Kiste. Der spannende Block, den ich haben will. Falls irgendjemand Stein braucht, ich habe hier eine Kiste voll. Ich baue natürlich noch mehr Kisten. Geht mir ähnlich. Mal schauen, was ich so brauche. Nachdem Erstmal ich angefangen habe, eine meinen Keller Kiste. auszuheben, sammelte sich doch so einiges. Ich glaube, Stein ist hier keine Mangelware. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr wohin. Bau dir ein Steinhaus draus. Ich habe schon ein Steinhaus. Bau dir noch Warum wollte ich eins. gerade eine Spitzhacke aus Dreck machen? Was will man sich denn sonst machen?
Eine Drecksspitzhacke. Wäre ja mal was. Eine Truhe. So, wie groß mache ich das Ding hier? Und noch eine Truhe. So, ist gleich Doppeltruhe. Hier. Da hat man einen guten Ausblick. So, Glas. Achso, das war, da war Glas dran. Eigentlich noch. So, dann oh, suchen wir mal. Die Playlist dann machen wieder. Oh ja, das wäre auch keine schlechte Idee. Also, da läuft's so. So, jetzt suchen wir mal nur ein schönes Örtchen. Such ein schönes Örtchen für eine Hobbit-Höhle. Am besten hier in der Nähe irgendwo. Scheiße, da drüben beim Prof vielleicht. Drin. Direkt neben Profs Haus vielleicht. Das wäre eine Idee. Kommt eigentlich auch überall jetzt gefühlt Werbung dafür, dass der Snyder Cut released wird? Nö. Am 27. Wir sind ja nicht alle solche Superhelden-Typen wie du. Ja, aber das sieht doch. Das ist doch ein hübscher Hügel. Ich finde da irgendwelche. Irgend so eine komische Werbung über so ein Kleinkind mit Meningokokken. Ja, die sowieso. Ich krieg auch aus irgendeinem Grund Werbung für Putzmittel, das biologisch irgendwie ist. Ich glaube, ich nehme mal diese. Ich glaube, das könnten noch Artefakte sein aus der Zeit, wo ich einen lustigen Kampf gegen Twitter gestartet habe. Hoff, hast du was dagegen, wenn ich hier neben deinem Haus hier was baue? Oder baust du den Berg noch für irgendwas? Willst du denn hin? Hier, brauchst du den Berg neben dir noch für irgendwas, oder? Und kann den ich kleinen den Berg? Nö, den kannst du benutzen. Kann ich da meine Hobbit-Höhle reinbauen? Ah ja, ist ja noch genug Berg da. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich habe auf Standardeinstellungen. Ouch. Au. Okay, dann steche ich hier erstmal meine Truhe hin. Und sammle erstmal mein Zeug drin. Okay. Genau das wollte ich. Zwei Glasscheiben. Okay, so. So, was brauchen wir next? Fässer. Ich brauche mehr Fässer. Da. Ich glaube, ich sollte mal einen Screenshot machen. Warum solltest du einen Screenshot machen? Von der Bauanleitung. Ach ja, stimmt ja, du baust ja nach Anleitung. Ja. Ich will mir eine kleine Hobbit-Höhle bauen. Ich bin so der Typ. Ich baue ein paar Türen hin und am Ende kommt ein Turm raus. Ja. Also. Ja, warum auch nicht? Ich brauche 38. Was sind passiert, das? Was passieren muss. Was ist denn das, Prof? Das sind 38 Falltüren. Sind das Falltüren oder? Du hast mir das Video ja geschickt gehabt. Da gucke ich doch einfach mal selbst rein. Ich schick dir mal den Screenshot, damit du mir helfen kannst. Sekunde. Hab die Stelle selbst schon. 38 Falltüren, 16 Schlappstein. Ja, das sind Falltüren, genau, das wollte ich wissen. Und, ja, das sind... Hat jemand 38 Falltüren für mich, oder? Das sind aber nicht die Standard-Falltüren, also aus Nicht-Eichen-Falltüren. Okay. Aus welchem Holz? Das kann man leider schlecht erkennen. Hast du eine Ahnung? Boah, ich google mal kurz. Also Birke ist das nicht, Birke ist zu hell. Die ist. Ich bin gerade sowieso auf Minecraft Wacky, weil Tropen, ich noch googeln musste. Fällt das Tropenholz dort drüben? Ich glaube, das war Birke. Nee, Birke ist Birch. Okay, ein bisschen Birch grünes Zeug brauchen wir da noch irgendwie. Eine Kiste brauchst. Fichte. Ich Fichte. Brauche eine Kiste in der Kiste. Ach, Fichtenholz, das war doch bei Bergen, oder? Haben ja, bei schneebedeckteren Bergen. Halt haben wir hier hinten. Ja, Problem gelöst. Okay. Ich hol mal eben. Wir haben genau eine. Fichte. Ich brauche 38. Ja, ich sehe sie da hinten. Aber wir finden da schon was. Ach doch, da hinten sind noch mehr. Okay. Ach, holst du für mich? Dann mach ich erstmal eine Kiste hier. Ja, ich hole einen und hole auch gleich noch Samen. Die können dann in die Baumfarm.
Ich mach mal eine Kiste. Eine Kiste brauchen wir dafür. Gut, Fässer habe ich. Stimmt, ich brauch auch Kiste, eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Was verfickt der Tintenfisch? Verpiss dich. Hat genau gereicht. Kiste. Sind das Falltüren oder sind das einfach nur Slabs? Die halbierte Steine. Warte, ich gucke. Ich glaube, es sind Falltüren, weil ich habe in dem Video gesehen, wie er sie öffnet. Falltüren. Das unten sind zum. Die, beim Interior sind 56 Falltüren und 10 Slabs. Okay. Aber das oben, ich gucke erstmal nach oben. Das oben sind die 38 Falltüren. Ja, wo packe ich denn die Fichte am besten hin? Die Kiste war hier. Sortiert das direkt so, wie es in dem Video ist. Ich würde mal sagen, hier. Eine Laterne bräuchte auch noch, ein Lagerfeuer bräuchte eine Tür. Ah, Modi, Experte für Türen. Türen habe ich. Oder habe ich die? Ich glaube, das ist eine Fichten. Ich glaube, laut Anleitung ist das eine Fichtentür. Das ist eine Eiche. Das ist Eichentür. Das ist eine Eichentür. Das ist normale Eichentür. Hm. Übrigens, kleines Update. Das Farmen hat sich nicht gelohnt. Ich bin danach gestorben und habe das Zeug in der Creeper-Explosion verloren. Ein Baumlabyrinth. Darf ich mal eine Tür von dir klauen? Ich glaube, ich brauche nur eine, oder? Ja, nur eine Tür. Nur eine Tür, also echt. Vielleicht habe ich ja. Vielleicht habe ich selbst noch eine. Nö, ich ja nicht. Boah, nö, ich habe keine Türen mehr. Dort übrigens eine Fichte neben deinem Haus stehen jetzt. Ich sehe es. Also kannst du abbauen. Da hast du auch die Setzlinge. Ach so. Hast du eine Tür? Hast du in deinen Kisten irgendwo eine Tür, oder? Hast du kein Holz mehr? Nee, ich wollte von Modi klauen. Was? Muss ich mal nach... Ich glaube, ich habe noch Türen in der Kiste. Ja, in der linken. 21. Da muss man erstmal hochkommen. Und bei dir. Außenrum hier. Nee, innenrum geht auch irgendwie. Ja, so. Auf die Türen drauf. Auch hoch. Gut, dann lasse ich das so in der linken. 21 Türen. Ich hätte gerne eine. Nimm dir alle. Oh, jetzt kommt SpongeBob. SpongeBob-Musik. Ich geh mal irgendwann SpongeBob. Was läuft denn bei mir gerade? Bei mir läuft gerade A. Es gab auch eine Anleitung für ein SpongeBob-Haus, für eine Ananas. Oder, ja, komm, als ob wir die noch nicht alle gebaut haben in unserem Leben. Ich nicht. Ich hab bisher nur Dirthäuser gebaut. Okay, obwohl, in Minecraft Arno Staffel 1. Wobei, ich glaube, ich baue mir einfach Thaddeus Haus auf die andere Seite vom Turm. Ja, das klingt sinnvoll. Oh, ja. Interessant. Hm, was? Ich bin gerade auf den Minecraft-Wiki etwas hängen geblieben. Okay. Und bin darüber gestolpert, dass das Dev-Team ernsthaft scheinbar mal einen USB-Charger-Block gebaut hat. Warum? Okay. War ein April-Scherz. Es gab eine offizielle Entwicklungsversion für das Trendy-Update. Okay. Ich brauch Falltüren. Und dann gab's als neuen Block das USB-Ladegerät. Modi, hast du schon... Ja, das ist Microsoft, also. So abwegig. Modi, hast du schon Falltüren gemacht, oder? So zwei, drei. Zwei... Achso, du meinst aus deinem Fichtenholz? Nee, ja. Aber okay, das kann ich gleich machen. Ich habe Holz hier. Meine Sprint-Taste funktioniert irgendwie nicht mehr. Ja, das kommt vor. Dann halt ganz entspannt. So. 10 Stück hätte ich hier. Ich brauche 38, aber egal. Ist ja erstmal ein Anfang. Du hast eine Fichte da stehen und den Rest kannst du machen. Ja, gib mir, danke. Ist ein Anfang. Danke für den Anfangsstarter-Dingens. Wie heißt das?
Starter-Pokémon. Fichtenholztür. Da habe ich eine Fichte. Ich habe ja meine Äxte, ich habe leider meine Äxte verlegt. Bin ja einmal, als ich Offscreen gespielt habe, als ich mir eine Angel besorgen wollte, als ich gespielt habe. Hat eine elektronische Fußfessel. Ich bin ja mal in eine Höhle gegangen, weil ich eine Spinne finden wollte und habe dort all mein Zeug verloren. Hab das Zeug nie wieder gefunden. Ja, wie gesagt, ich bin hier gewesen, hab doch kurz meinen Turm fertig gebaut. Und dann bin ich natürlich ausgerechnet über dem Loch von einem Creeper erwischt worden und mein Zeug lag irgendwo unten und ich bin nicht mehr rangekommen. Ja. Also aber ich hatte noch nicht so viel Zeug mit, deswegen war es nicht halb so tragisch. Ja, ich hatte halt das Schwert, für das ich mehrere Stunden gefarmt habe. Tja, gut. Musst wohl nochmal farmen gehen. Ich habe so viele Kartoffeln in meinem Leben gehabt, ich brauche nie wieder welche. Hast du noch ein Eichensetzling? Kann ich gleich nur einen einpflanzen? Ein Fichten. Das ist ein Fichtenstamm. So, ich mache jetzt Falltüren. Falltür. Ich habe hier ein Rezeptebuch. Das kriege ich schon irgendwie. Ach so, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, du machst einfach 6 unten hin. Also 6 unten hin. Du musst nicht suchen. Ja. Nee, irgendwie nicht. Doch, klar. Ach so, du brauchst aber Planken und nicht Stämme. Ach so, stimmt. Ja, ich habe 5 Stämme hingebaut. Das dachte ich mir. Deshalb habe ich es gesagt. Und ich habe schon wieder mehrere Stacks an Stein. Juhu. Und ich habe Essen. Musst du den Steinpalast bauen. Ich habe jede Menge Fisch. Ich habe ja geangelt wie wild. Ich hab viel zu viel Fisch. Ich habe einen 64er Stack gebratenen Kabeljau. Und noch ein 28er Steak gebratenen Kabeljau und 50 gebratener Lachs. Also wer Fisch essen will. Und wie viele Namensschilder hast du gefunden? Null. Ja. Aber ich hab 4 Haken gefangen und dann habe ich 2 Wasserflaschen habe ich gefangen. Einen davon habe ich schon ausgetrunken. Okay. Und was habe ich noch gefangen? Hier 4 Schüsseln habe ich gefangen und ein bisschen Leder und noch ein bisschen Krams. Und jede Menge Kabeljau. Also wenn er, oh, ich habe selbst mal Hunger. Sollte vielleicht selbst mal ein bisschen Kabeljau essen. Also wer Kabeljau haben will, ich habe genügend. Ich habe einen Zombie. Also und den Prof habe ich ein Fleisch brauche ich habe hier. Und den Prof habe ich ein bisschen Kugelfisch in. Ich habe einen Zombie, als wär's der härteste Gegner im Spiel. Ich habe nur eine Spitzhacke. Ja, und den Prof, die habe ich jede Menge schneller schlagen. Die habe ich jede Menge Kugelfisch gegeben. Ich hab's gesehen, lag da in der Kiste rum. Und noch mehr Zombies, hey. Ich glaube, wir sollten mal schlafen gehen. Nee, warum? Ich hab mich gerade erstmal aus dem System genommen. Ich bin in Spectator-Modus gegangen, während ich esse. Aha. Na dann. Ach so, es ist so verdammt. Ich muss natürlich die erstmal machen. Falltüren. Ich mache hier erstmal eine schöne Aussichtsplattform hin, damit er auch viele Falltüren gut genutzt ist. Oh. Erstmal craften. Bisschen Zwerge beobachten. Beobachtest du mich heimlich? Ach so, Slabs. Einfach die Slabs macht 3, müssen es 3-mal und Falltür macht. Nee, das ist ein Druckknopf, der durch 2 macht. Aber eine Falltür sind 6. Sehr gut. So 2 Falltüren. Nee, da will ich natürlich mehr. Wie viele waren's? 38 brauchen wir noch. 56 brauche ich nochmal fürs innen drin, oder? Ja, sieht so aus. Aber erstmal die 58 für draußen. 38.
Oh, jede Menge Falltüren. Also erstmal Falltüren machen. Ups, ich bin gerade gefallen. Rip Morty. Sechzehn, achtzehn, zwanzig. Ich esse mal was. So. Ich baue noch eine Fichte. Ist die Fichte wieder nachgewachsen? Nö, ist er noch nicht. Hast du mal Knochenmehl? Hast du den Setzling überhaupt gepflanzt? Ja, habe ich. Gut. Ich brauche mal ein bisschen Knochenmehl. Ich habe Fackel daneben. Ich habe den Komposter bei mir, also müsstest du eigentlich genug kriegen. Ist da Knochenmehl drin? Du musst biologisch abbaubares Zeug reinschmeißen, also Samen oder Früchte oder sonst was. Gehen die Kartoffeln drauf. Ja, pflanz halt einfach nach. Fällt schwer, wenn man alle Kartoffeln in das Ding reinsteckt. Ich hab einen Knochen mehr. Wird wahrscheinlich noch nicht reichen, oder? Nee. Ich hab welches. Aha. Und bitte nicht übers Feld springen. Ja, sorry. Meine Fresse. Soll ich eine Hake bauen? Ich hab eine Hake, die kann ich dir geben. Danke. Die brauche ich nicht, die habe ich nur gebaut, damit ich bei Prof auf den auf der Treppe was anbauen kann. Reg dich, wenn kein Wasser in der Nähe ist. Hier. Danke. Irgendwer muss ja für Lebensmittel hier sorgen. Ich hab Fisch. Das ist nicht so, als wäre mein Feld wirklich klein. Ich hab gesagt hier. Nicht bei dir da unten. Das hat aber nicht viel gemacht. Mist. Knochen. Wieder nur ein Knochen mehr. So ein Mist. Ja, ich habe aber gerade nicht so viele Kartoffeln hier. Könntest du bitte nicht alle benutzen? Das bringt dir gar nichts. Das Ding wächst einfach nicht. Drei Knochen mehr schon gesetzt. Ist ja Blödsinn. Ah. Oh. Oha. Er dreht sich einmal um und das Ding wächst hinter ihm. Ja. So mag ich's doch. Gar nichts. Ja. Schade, dass ich es nicht gesehen habe. Schade, dass ich es nicht gesehen habe. Weil ich mich gerade umgedreht habe. Das ist leider nicht auf der Cam. Okay, jetzt habe ich wieder 6. 7. Und kein Fichtensatz nimmt. Der taucht schon wieder auf. Ich hab ein Stick. Ansonsten, ich hab noch 5 Stück, also Setzlinge. Und ich geh mal Fichten suchen im Wald. Seltene Bäume. Nee, wir haben ja oben allein schon wieder 5 Stück oder so. Boah. Dann geh ich vielleicht mal welche suchen. Klingt jetzt ein bisschen orientalisch, was ich gerade in der Playlist habe. Ah, wird also wahrscheinlich. Ist es SpongeBob? Ja. Es ist immer SpongeBob. Früher war es The Root Sandstorm, jetzt ist es immer SpongeBob. Seit dem Remake. Genau. Das orientalische SpongeBob. Andere Richtung. Die Fichten sind für Fichten. Nee, ich muss noch craften. Hab ich vergessen, ich muss ja aus den Dingern noch Falltüren machen. Ich habe jetzt 30 Holz, das wird vielleicht reichen für. Nicht für alles, aber. Für ein bisschen was.
Für ein paar Falschen. So. Sehr schön. 22, 24, 26, 3, 28, 30. Mist. Okay, ich muss noch weiter suchen gehen. Es sind viele Fallschirme, die ich hier brauche. 38 erstmal und dann nochmal 56, glaube ich. Ein Falltürenhaus. Kann man machen. Ja, du hast ein mal. Türenhaus. Nein, ich habe genau wie viele? Ich habe 8. Ich glaube, ich habe 16 Türen und 2 Stockwerke voller Boden aus Falltüren. Ich glaube, das sind Fichten, oder? Die dort hinten hinterm Hügel. Wenn es nach Nadelbaum aussieht. Sprintknopf. Warum habe ich auf 8 gestellt hier?